Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Louis der 16. Werdet ihr jetzt sagen? Hier, guckt euch das bitte mal an. Cool, oder? Klar, muss man mögen. Ist sehr gold. Aber die Story und die Geschichte auch hinter Louis ist wirklich echt klasse. Ich kenne die Jungs schon ziemlich lange. 2012 haben sie gegründet und der Namensvater war praktisch König Ludwig. Und das war nicht der Sonnenkönig, sondern der letzte König Frankreichs. Und der hat wohl auch sehr großes Uhreninteresse gehabt und hat selber Uhren auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut. Und das haben die Gründer als zum Anlass genommen und daraus die Marke Louis 16 gegründet. Und ja, sie machen seitdem immer sehr coole andere Uhren und sind damit mehr als erfolgreich. Mittlerweile 10 Jahre lang. Die Uhr gibt es auch in Silber. Ich fand es ganz cool, dass ich sie in Gold bekommen habe. Hat echt Bock gemacht, die Uhr zu fotografieren. Ich mag das ja gerne so mit den Erdtönen und Gold. Und gerade hier mit den Mustern und so, das ist echt mal was anderes. Und ja, ist gut was los auf der Uhr. Schöner Chronograph. Und ja, also auch die Funktion, die ein Chronograph haben muss, hat sie natürlich. Aber wir haben hier ein Quarzwerk verbaut. Und das ist aber auch nicht schlimm. Denn ja, bei der Uhr geht es um was anderes als das mechanische Werk, sondern hier geht es praktisch ja, um die Optik. Und das ist den Jungs meiner Meinung nach wirklich sehr gut gelungen. Und jetzt schauen wir uns gleich mal das Unboxing an und dann gehen wir noch mal näher auf die Uhr ein und ich erzähle euch noch mal ein bisschen was dazu und auch noch mal zur Story, weil es lohnt sich wirklich, sich die Uhren mal anzuschauen. Ich habe für die Jungs auch schon diverse Fotos geschossen und 2020 hatte ich die erste Louis in der Hand, war auch eine silberne und die ist auch im Verwandtenkreis sofort weg gewesen. Also das fand ich auch ganz interessant. Ich hatte meinen Uhrenkoffer gezeigt und dann sagte mein anderer Onkel, ja, die, ja, Louis, da nehme ich. War ich auch sehr überrascht, weil die stach auch schon mit einem sehr anderen Zifferblatt hervor, aber ja, also die Jungs bringen Uhren raus, wo manche Produktdesigner irgendwann Stopp sagen würden. Da machen sie einfach weiter und rauskommen eben solche, ja, anderen Uhren, die auch ihren Markt haben und auch ihre Fanbase haben. Gerade auch, wenn es um solche coolen Bänder geht und solche extravaganten Armbänder und Designs. Macht sehr gut was her, finde ich. Ich mache sie jetzt noch mal kurz an den Arm, wenn ich es jetzt hinkriege. Ist natürlich jetzt noch viel zu groß, ist ja nicht auf mich eingestellt. Aber ja, ist halt, guckt mal, hier an meiner blauen Sweatjacke. Ja. Muss man mögen. Erstmal was ganz anderes. Ja. Aber ich finde es irgendwie geil. Ob ich es jeden Tag tragen würde, aber naja, ich bleib dabei, ich finde es geil. Irgendwie hat mich die Uhr geflasht. Die silberne Variante aber auch. Wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde die silberne nehmen. Zum Fotos machen war die goldene goldrichtig. Und jetzt viel Spaß mit dem Unboxing. So, kommen wir zum Unboxing. Hier sehen wir schön die Verpackung. Louis 16. Edition Limité. Limitierte Edition. 1000 Stück pro Uhr, pro Variante. So, mache ich mal auf. Zum Vorschein kommt ein königlicher Brief. Mit Siegel. Schaut mal. Louis und Switzerland.
Sehr cool. Muss ich jetzt aufmachen, ne? Habe ich jetzt so auch noch nicht offen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, was mich da erwartet. So, ah ja. Guck mal. Okay. Ah. Ja, eine Beschreibung, wie man das Armband kürzt. Rücksendung. Gehen auch nach Deutschland. Ist auch möglich, muss nicht direkt in die Schweiz geschickt werden. Ist natürlich super. Edition Limité, schönes Papier mit Struktur. Gefällt mir sehr gut. Ja, wir müssen uns auch klar sein, in welcher Preisklasse wir uns bewegen. Wir sind hier nicht bei Rolex und Co. Also von daher ist das wirklich echt mit viel Liebe zum Detail gemacht. Gefällt mir sehr gut. Herzliche Gratulation zum Erwerb Ihrer königlichen Uhr. Ja. Könnt ihr euch mal durchlesen, könnt ihr eine Pause machen. Ja. So, das war das Papierwerk. Dann kommen wir mal zur Uhrenverpackung. Hier in so einem extra Schutz noch drin. Dann haben wir hier nochmal das Leder. Hier sehen wir auch nochmal so schön im 3D-Relief die Krone Louis XVI und Edition Limité. Und zack, da kommt die Uhr zum Vorschein. Und hier haben wir auch das Werkzeug, worauf sich die Anleitung bezieht. Das heißt, ich kann selber mein Band kürzen und muss nicht zum Juwelier und spare mal eben 20 Euro, was es nicht selten kostet. Ja, sehr gute Idee. 5 Jahre Garantie, das finde ich ordentlich, finde ich super. Schöne Karte, passt zur Uhr und zum Außenauftritt von Louis XVI, schön mit Gold, Krone und so. Hinten stehen dann die Zahlen und so weiter drauf. 317 von 1000. Also sind schon ein paar verkauft. War mir auch klar. Es gibt so viele Fans, die sowas gut finden. Kommen wir zur Uhr. Hattet ihr ja vorhin schon gesehen. Gehe jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Könnt ihr mal schön das Zifferblatt sehen. Ich starte mal den Sekundenzeiger, den großen. Sieht ein bisschen was tut. Erster Eindruck. Ja. Hat was. Also ziemlich geile Uhr. Kann ich nicht anders sagen. Mich flasht sie. Gerade mit den Ornamenten hier und so. Das, wobei, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Goldfan. Aber das finde ich irgendwie geil. So, mache ich sie mal ins Handgelenk. Sehen wir das gleiche mal. Sehen wir mal von oben, wie das Ganze aussieht. 43 mm Durchmesser haben wir hier. Royal Palais mit der Referenznummer 1018 haben wir hier. Gewicht 175 Gramm. Klar. Wir haben komplettes Stahlband hier. Die Höhe 12 mm. Mit diesen Abmessungen passt die gelb-goldene Uhr so ziemlich an jedes Herrenhandgelenk, kann man sagen. Bei dem einen wirkt sie etwas größer, bei dem einen etwas kleiner. Aber ja. Sie fällt optisch auf und wird auch polarisieren, überhaupt gar keine Frage. Aber ich finde, am Handgelenk macht sie eine wirklich gute Figur. Was sagt ihr? Bin gespannt. So, kommen wir jetzt mal zum Zifferblatt. Für mich ein echtes Highlight, denn hier wurden 10 echte Diamanten mit 8-Kant-Schliff eingearbeitet. Jeder hat ein Gewicht von ca. 0,005 Karat. Ja, das finde ich schon ziemlich cool und unterstreicht auch den Gesamteindruck der Uhr.
Ist natürlich auch gut was los. Die Lesbarkeit bleibt ein bisschen auf der Strecke, aber hey, es gibt Schlimmeres, oder? Sie will ja jetzt hier keine Taucheruhr oder Toolwatch oder der Rennchronograph sein, sondern eben eine Louis 16 Uhr, was man auch sofort erkennt. Ganz klar. Saphirglas ist Standard. Also, das finde ich auch richtig und wichtig. Hier sehen wir auch schön das Louis-Logo mit der Krone, römische Ziffern. Es gibt das Zifferblatt auch mit Strichindizes. Guckt euch einfach die Seite an. Es gibt diverse Modelle mittlerweile in verschiedenen Farben und Variationen, was das Zifferblatt betrifft. Alles unten verlinkt, wie immer. Schaut es euch mal an. Ist bestimmt eine dabei, wenn ihr gerade das Thema Ornamente cool findet. So, kommen wir zum Gehäuse. Die Uhr trägt ja das Qualitätssiegel Swiss Made. Das Siegel schreibt strenge Richtlinien vor, die unter anderem Langlebigkeit, Präzision und hohes Qualitätsniveau garantieren. Und ist das so? Ja, ich kann das wirklich bestätigen. Die Royal Palais wurde aus hochwertigem 316er Edelstahl gebaut, besonders korrosionsbeständig und kratzfest. Ummantelt wird es von einer PVD-Beschichtung. Also das ganze Gold, was wir hier sehen, ist alles PVD-beschichtet. Das aufwendige Verfahren wird in der Uhrenindustrie angewendet, um Oberflächen zu veredeln und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. In diesem Fall werden jedoch Goldpartikel beigemischt. Streng genommen haben wir hier es also mit einer PVD-Vergoldung zu tun. Die PVD-Beschichtung wurde wirklich hervorragend umgesetzt, kann man nicht anders sagen. Also man sieht das ja auch hier am Gehäuse und auch eben am Armband. Da gehe ich gleich noch mal genauer drauf ein. Man darf ja auch den Preis nicht vergessen, wo wir uns hier bewegen. Also dafür bekommt man wirklich ganz, ganz viel Uhr für in Anführungsstrichen ganz wenig Geld. So, kommen wir zur Rückseite. Da sehen wir sehr schön die polierte Krone auf mattem Untergrund und wir sehen hier auch die Limitierungsnummer, welche wir jetzt hier haben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, im Inneren tickt das sogenannte 5030.D Kaliber. Das ist ein ganz bekanntes Quarzwerk vom Hersteller Ronda. Zuverlässig wird hier die Uhr angetrieben. Louis 16 gibt hier eine Lebensdauer von 54 Monaten an mit einer Batterieladung. Das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich, muss man ganz klar sagen. Die buchstäbliche Krönung wäre natürlich meiner Meinung nach gewesen, wenn wir hier mechanisches Werk verbaut hätten, wie es einst König Louis der 16. zusammengebaut haben soll. Dann wäre natürlich der mittlere dreistellige Preis nicht mehr realisierbar. Kommen wir zum Armband und Schließe. Hier sehen wir die Schließe mit Sicherheitsverschluss. Ist wirklich sehr gut verarbeitet. Hat ein klein bisschen Spiel. That's it. Hier kann ich noch mal fein einstellen und ich klappe den Sicherheitsbügel auf, drücke hier zusammen und schon geht's auf. Zack, zack, ganz easy going. Ja, und das Armband wie auch schon die Uhr mit den wirklich coolen Ornamenten, die man hier sieht. Das ist schon echt faszinierend, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hat echt Spaß gemacht, auch die Uhr zu fotografieren, muss ich sagen. War ein schönes Model. Ja, ansonsten besteht das Armband eben auch aus 316er Edelstahl, wie das Gehäuse auch. Und ich kann es eben schön mit dem Tool entsprechend kürzen, so wie ich das haben will. Habe ich noch einige Stifte mit drin. Ich packe das nicht weiter aus. Ein paar Stifte mit drin, die ich hier vorne draufsetzen kann. Und dann kann ich hier schön die Stifte rausdrehen. Ja. Auch mit Logo versehen. Ja, mein Fazit.
Wer Kunde bei Louis ist, profitiert von der überdurchschnittlichen hohen Herstellergarantie. Diese liegt bei 5 Jahren. Damit fängt es schon mal an. Und ihr bekommt bei Louis 16 Uhren, ja, die ihr so bei keinem anderen Hersteller bekommt. Das ist eben das Erfolgsrezept der Marke. Und seit über 10 Jahren klappt das wirklich sehr erfolgreich. 43 mm Durchmesser haben wir und 5 Bar Wasserdichtigkeit. Was will man mehr? Schönes ronder Quarzwerk, alles perfekt. Diese Referenz hier, die 1018, kostet 540 Euro. Im Shop gibt es diverse andere Varianten, die unterscheiden sich nur minimal vom Preis. Schaut sie euch an. Ich habe alles unten verlinkt. Und ich bin gespannt, was ihr von der Uhr haltet oder generell von dem Konzept von Louis 16, weil ja, solche Uhren hat man auch nicht jeden Tag auf dem Tisch. Also in dem Sinne, ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, auch wenn euch die Uhr vielleicht nicht ganz hundertprozentig zusagt oder ihr sagt jetzt, boah, geil, das ist genau die Uhr, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Also, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut, bis dahin. Ciao. Hi. Hi, hi. Hi, ho. Hi, hi, ho, hi, ho. Ja. Kleines Bäuerchen.